Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sie sind die Marke. Heute stelle ich Ihnen Boris Thomas vor, einen Unternehmer aus Leidenschaft, wie er sich selbst beschreibt. Vor einem halben Jahr haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und seitdem etliche Male getroffen. Doch seine Firma Lattoflex kenne ich bereits aus meiner Kindheit. Bereits als Teenager habe ich auf einem Bett seiner Firma geschlafen. Meine Eltern wollten mir ganz offensichtlich etwas Gutes tun. Boris Thomas ist Unternehmer in dritter Generation. 1935 gründete sein Großvater eine Möbelfabrik. 1956 baut er den ersten Holzlattenrost der Welt. Später entsteht daraus ein ganzes Bettsystem. Der Vater von Boris übernimmt das Unternehmen und baut eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf. 2013 erfindet das Team von Lattoflex die Bettunterfederung ganz neu. Zu Recht ist Boris Thomas heute stolz auf über 1 Million Nutzer. Das ist die Unterscheidung, die wir haben im Vergleich zu anonymen Konzernen oder großen Filialsystemen. Wir sind die Menschen, die auf Menschen zugehen, und wir Menschen haben eine Geschichte. Und deswegen liebe ich eigentlich Storytelling, gerade in unserer Branche. Boris Thomas nennt sich selbst eine norddeutsche Krämerseele. Als Unternehmer macht er seinen Job, aber redet nicht darüber. Ja, unsere Flyer, das ist so ein Thema. Also wir haben damit eigentlich eher experimentell begonnen, vor vielen Jahren, und haben gesagt, kann man eigentlich, das war so die Frage, kann man eigentlich mit einem Zeitungsbeileger, den ja viele Leute streuen, aber ohne dass wir anfangen mit durchgestrichenen Preisen und Frühjahrsaktionen, indem wir unsere Geschichte erzählen, Menschen dazu zu bewegen, in ein Geschäft zu kommen und sich Lattoflex anzuschauen. Und das hat sich immer weiter nach oben geschaukelt. Inzwischen streuen wir jedes Jahr 18 bis 19 Millionen Flyer über ganz Deutschland. Das ist mehr als die Hälfte aller Haushalte in Deutschland, kriegen unseren Flyer pro Jahr. Und es ist absolut das erfolgreichste Medium. Es funktioniert, indem wir unsere Geschichte erzählen, Rückenschmerzen, indem wir die Geschichte von Lattoflex erzählen, die Erfindung des Lattenrostes, und Menschen das so berührend finden, dass sie sagen, Mensch, das muss ich mir kennenlernen. Und sie gehen in ein Geschäft und wollen auf Lattoflex Probe liegen. Und so hat sich das Ding entwickelt über die Jahre und wurde immer besser und immer besser und ist heute wirklich mit Abstand unser erfolgreichstes Werbemedium. Gemeinsam mit den Fachhändlern verschickt Boris Thomas jährlich 19 Millionen Flyer und erreicht damit flächendeckend alle Haushalte. Was seine Vertriebspartner ziemlich irritiert, zum ersten Mal taucht der Chef mit einem eigenen Editorial auf und gibt Lattoflex damit ein Gesicht. Als Unternehmer in den Prospekt zu gehen, war erstmal eine Herausforderung, aber es hat sich gelohnt. Es war etwas, was den Menschen, glaube ich, Vertrauen gibt, weil sie den Menschen hinter dieser Marke und dieser Firma sehen. Und das Feedback aus dem Markt ist sehr eindeutig. Seit ich dort mit drin bin, wirken die Flyer mehr als je zuvor. Sie sind wirksamer, es kommen mehr Kunden ins Geschäft, die auch deutlich hinweisen und sagen, Mensch, das ist ja toll, hier haben wir mal gesehen, wer dahinter steht und welche Geschichte, eine beeindruckende Geschichte dahinter steht. Und das ist, glaube ich, etwas, wonach Menschen sich heute auch wirklich sehnen, und deswegen funktioniert er so gut. Für Boris Thomas ist das nur der erste Schritt. In Zeiten von Social Media holt er jetzt auch noch die Kamera aus dem Schrank und tritt zum ersten Mal als Unternehmer vor die Linse. Diese Videos waren schon auch ähnlich wie der Flyer, etwas, was wirklich schon auch eine Überwindung kostete. So. Das Feedback ist aber dermaßen positiv, wirklich auch Händler von uns, Endkunden von uns. Ich weiß nicht, wie oft ich inzwischen auf Feiern darauf angesprochen werde, wo Leute sagen, hey, ich habe deine Videos da gesehen. Doch die eigentliche Stimme von Boris Thomas ist sein eigener Blog. Im Urlaub fuchst er sich selbst hinein, hat keine Ahnung, wie es geht, aber kriegt es dann doch hin. Mich begeistert es, wie Boris Thomas innerhalb weniger Monate aus dem Schatten seiner Firma hervorgetreten ist und jetzt klar und deutlich mit seinen Kunden und seinen Vertriebspartnern kommuniziert. Damit hat er Lattoflex ein Gesicht und einen Namen gegeben. Er ist die Person, der seine Kunden vertrauen,
mit seinen Blogbeiträgen und den Geschichten, die er in seinen Videos erzählt, wird das Bild dreidimensional. Sein Motto? Es einfach mal tun. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie Rat oder Hilfe brauchen. Ich unterstütze Sie gerne bei Ihrem Vorhaben, damit Ihre Leidenschaft als Unternehmer sichtbar wird, wie bei Boris Thomas.